Hallo und willkommen zu unserem Weihnachtsspecial. Wie angekündigt, ihr seht, ich habe mich in Schale geworfen und bin heute die rasende Reporterin, denn es trägt sich etwas Komisches zu in unserer Stadt und dem wollen wir nachgehen. Wie ihr seht, wir stehen vor unserer Stadttür und ich höre Steine rascheln. Wie kann das sein? Hat das Christkind jetzt auf einmal zum Lego-Bauen begonnen und nimmt unsere Stadt über? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Aha, ich wusste es doch. Da sind zwei Damen hier, die wohl unsere Steine in Beschlag genommen haben. Und ich würde sagen, das lassen wir nicht einfach so auf uns sitzen. Wir schauen uns diese Damen jetzt genauer an. Also kommt mit. Also, ich schleiche mich langsam an. Nicht, dass man sie verschreckt. Das wäre ja gar nicht gut. Ihr auch schon so gespannt wie ich. Ich sag's nicht. Hallo! Hey. Kommt wo ihr her? Die Frage ist eher, wo ihr herkommt. Denn das ist unsere Stadt und wir wollten nachfragen, wer die Damen hier sind. Also ich bin Ritas Mutter und ich war sogar schon... Dachte mir schon, sie kommt mir bekannt vor. Schon etliche Male hier. Also, ja. Okay. Ja. Na ja, gut. Okay. Nur sprechen, wenn du das Mikrofon vor dem Mund halten bekommst. Genau. Also wirklich. Also aber gut. Naja, die sind das halt noch nicht so gewohnt wie wir. Aber ist okay. Wir wollten ein paar Fragen stellen. Und die erste Frage würde ich sagen, war schon, was machen Sie? Das war schon mal gut. Wie gefällt Ihnen Lego? Lego ist ein totaler Wahnsinn, speziell wenn man hier in dieser Stadt von Rita und Christoph ist. Also da kann man nur ein Lego-Fan sein. Ja, mir fehlen sowieso die Worte, wenn ich von dieser Stadt rede. Ja, ich weiß, darum sage ich jetzt nichts mehr. Eine vorzügliche Antwort, besser als ein studiert. Zweite Frage, wie sind Sie überhaupt zu Lego gekommen? War das schon immer ein Traum von Ihnen, an einer Lego-Stadt zu bauen? Haben Sie schon als Kind Lego gebaut? Wie sind Sie zu Lego gekommen? Also als Kind war mit Lego bauen nichts. Nichts. Als ich ein Kind war, gab es nur Dachsteine, diese schrägen Steine, die ja hier an manchen Dächern sind. Das war das Highlight des Legos. Also es gab schon Lego? Es gab Lego, aber eben nur ja, eine minimale Auswahl von diesen Quadern und eben diesen Dachsteinen. Okay. Und somit war Lego für mich nicht sehr interessant. Interessant wurde es erst, als Rita vorletztes Jahr sagte, wir brauchen für Christoph unbedingt ein Weihnachtsgeschenk, ein spezielles Weihnachtsgeschenk. Was war das Weihnachtsgeschenk? War es Vestas Windrad? Nein. Sie sagten, wir werden Christophs Wohnhaus bauen. Eine super Idee. Wir gingen gleich und haben unsere alten Lego-Vorräte, die sehr klein sind, also wirklich minimal sind, durchforstet. Und wir haben es geschafft, ich werde es euch dann mal zeigen, den kleinen grünen Garten, Gartenhütte, meinen die Sie? Gartenhütte von Christoph. Gehen wir davor, dann gehen wir doch mal eine Runde. Und zwar genau da hinten steht sie. Diese kleine Gartenhütte, die haben wir mit unseren eigenen Lego-Vorräten geschafft zu bauen. Und wir waren so stolz drauf, weil die schaut wirklich 99% so aus wie bei Christophs Elternhaus. Und wir blenden jetzt kein Bild ein, ihr müsst uns da leider vertrauen, denn sie schaut wirklich genau so aus. Ja? Das Problem war dann,
Wir fingen mit dem Elternhaus an. Es war natürlich so, dass wir zu wenig Steine hatten. Wir hatten keine Fenster, keine Türen. Wir hatten im Prinzip gar nichts. Was es ein bisschen schwieriger macht. Was es schwieriger macht. Und es blieb uns dann nichts anderes übrig, als Christoph einzuweihen. Und Christoph, der Lego-Profi, hat dann sich sehr gefreut über diese Idee und war gleich Feuer und Flamme. Und wir haben, also er hat uns dann natürlich einige Teile bestellt. Er wusste natürlich, wie sein Elternhaus aussieht und was er da genau braucht. Und es war einfach eine so tolle Erfahrung, dieses Haus zu bauen, die Leute, die man kennt, in Lego darzustellen und ja, einfach alles umzusetzen, was man kennt, einfach in Lego darzustellen. Das war einfach so, so nett. Und als die beiden dann sagten, sie bauen jetzt die Lego-Stadt auf, ja, dachte ich, okay, das wird halt so ein, keine Ahnung, 4 Quadratmeter großes Teil sein, mit ein paar Häusern und eben unter anderem das Haus von Christoph dazu. Und ja, so ungefähr haben wir das vorgestellt. Und es war eben circa vor einem Jahr, da sagte dann Rita, so, ich fahre jetzt zum Christoph und wir bauen jetzt die Lego-Stadt auf. Und dann kommen Fotos auf WhatsApp und ich dachte mir, bist du gelähmt? Da sind ja Häuser, die schaut ja wahnsinnig toll aus. Da war schon der ganze Stadtplatz, ohne den Stadtplatz, den haben wir erst später dann wirklich kreiert. Aber alle diese schönen Häuser, wie heißen die noch? Die Modular Buildings, genau. Und ja, das war einfach der totale Hammer. Und ich sagte, ich muss da einmal mit, also bitte nehmt mich da mit zu eurer Lego-Stadt. Und ich war wirklich von den Socken, wie ich da herinnen gestanden bin. Ja, und so ist eins zum anderen gekommen. Und wir haben gebaut und bauen noch immer. Das nenne ich mal eine Geschichte. Jetzt noch eine letzte kurze Frage. Ich habe nämlich aus der Regie habe ich die Info bekommen, dass sie nicht an allen Stellen der Stadt bauen, sondern ein paar Stellen bevorzugen, worüber die Regie vielleicht nicht immer sehr glücklich ist. Okay. Was können Sie dazu sagen? Also ich bin, mir gefallen zum Beispiel Züge sehr. Mir gefallen Züge sehr gut, aber ich bin kein Bauer von Zügen und Bahnhof. Und die Monorail ist super und wenn sie durch die Stadt fährt, boah, ich habe zum Christoph gesagt, das ist einfach, das wertet die Stadt auf und das bringt Leben in die Stadt und die Züge bringen sowieso Leben in die Stadt. Es ist einfach total cool, aber ich baue keine Züge, weil ich eben zum Beispiel lieber Hogwarts baue oder den Vergnügungspark baue oder im Sommer am Strand mitgebaut habe. Oder das Winterdorf. Das Winterdorf jetzt im Winter, das ist einfach, das ist eher so meine Schiene, die ich so bevorzuge. Naja, gut. Also wir arbeiten dran, dass sich die gute Frau bessert. Wir werden sehen, ob sich das umsetzen lässt. Aber gut, es ist ja erst ein Jahr vergangen. Man kann ja noch an sich arbeiten. Es gibt nämlich einige Fans, die gerne einen Bahnhof sehen würden, also vielleicht 2021, okay. Das Jahr für okay. Einen Bahnhof. Man hat ja immer Silvestervorsätze, also vielleicht kann der mal umgesetzt werden. Das heißt ja nicht, wenn man sich zu Silvester was vornimmt, dass das dann auch umgesetzt wird. Aber ich werde versuchen, mich vom Christoph ein bisschen einschulen zu lassen und sagen, okay, zeigen mal, naja, okay. Die Einstellung. Ich finde, das passt. Jetzt fällt mir aber gerade auf, Dame Nummer 2, dass wir die Dame Nummer 2 noch nicht interviewt haben. Und ich bis jetzt noch nicht weiß, wer das ist. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg und schauen mal, was da passiert, denn da raschelt es schon sehr. Im Unterholz. Nein, ich kann die Kamera nicht halten. So, ja, kommst du dann da raus? Da, nein, ich muss hier rausgehen, da. Okay. Da bei dir. Da kommst du raus, ja. Okay. Ja, du kannst.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir haben heute nicht zu viel versprochen, wenn wir angekündigt haben, dass wir sehr hochkarätigen Besuch in der Stadt haben. Ich darf heute vorstellen, es ist meine Mutter Susi. Herzlich willkommen. Hallo, hallo liebe Lego-Freunde. Auch sie ist heute mit uns in der Lego-Stadt und ja, man hat dich noch nicht so oft gesehen bei uns, aber du hast sehr viel zur Lego-Stadt beigetragen und zwar wäre das, dass du ja immer die Lego-Sets sehr gerne schon zu Hause für uns voraufbaust und wir sie dann nur mehr hier hinstellen müssen. Das ist richtig. Ich kann es einfach nicht erwarten, die Päckchen aufzureißen. Also es kommt öfter vor, dass ich mir gemeinsam mit Rita etwas bestelle von Lego oder sowas und das nächste Mal, wenn wir dann hierher kommen, ist das Set schon fix und fertig aufgebaut. Aber nicht nur das, es sind auch viele alte Sets, die meine Mutter aufgebaut hat, zum Beispiel auch Züge. Sie hat den legendären Metroliner aufgestellt. Stimmt. Der nach wie vor einer der schönsten Züge auf der Welt ist. Auch das große Piratenschiff, welches dort hinten im Vergnügungspark steht. Aber sie ist jetzt mittlerweile auch aktiv in der Stadt und hat auch dort ihre Lieblingsplätzchen. Genau, ich habe mir gedacht, die Stadt muss etwas grüner werden und dann habe ich einen Wald begonnen. Den Wald habt ihr ja vielleicht schon gesehen, da wird gerade fleißig weitergebaut. Genau. Die Kommentare haben ja nur eine Sprache gesprochen und zwar, wir wollen mehr davon. Jetzt haben wir meine Mutter wieder mal gebucht und dort hinten in diese Montageluke versetzt, wo sie ja den Wald dann hoffentlich auch adäquat erweitern wird. Was hast du da noch für Pläne? Ja, also es gehören auf jeden Fall ein paar Berge gehören dazu. Also ich bin jetzt dabei, ein paar Berge zu machen. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht, weil ich bin ja eher die Bauerin, die nach Plänen baut. Und nicht unbedingt die Ideenreiche. Da ist ja eher Ritas Mama die Zuständige dafür. Ich glaube, also, da hast du uns das Gegenteil mit dem Wald bewiesen. Ja, die Kommentare waren toll. Ich habe mich so gefreut. Sie liest auch die Kommentare ja, teilweise unbedingt. Sogar schon vor uns. Ja, natürlich. Dann kommt per WhatsApp wieder ein Screenshot von irgendeinem Kommentar von was sie gebaut hat. Genau, ich bin ganz begeistert. Ja, unbedingt. Also ich freue mich und habe mich total gefreut, dass der Wald so gut angekommen ist in eurer Stadt. Wie lange bist du eigentlich schon Lego-Fan, passioniert? 24 Jahre oder länger. Ich kann mich jedenfalls erinnern, als du deinen ersten Zug bekommen hast. Genau. Set Nummer 4563 übrigens. Genau, aber leider habe ich dir nicht viel Möglichkeit gegeben, ihn aufzubauen, weil das habe ich gemacht. Ja. Es ist so, liebe Freunde. Es ist leider so. Es ist so. Hast du eigentlich auch ein Lieblings-Lego-Set? Ja, also mir gefallen auf jeden Fall alle Stadthäuser total gut. Gehen wir mal nach hinten, da können wir vielleicht ein bisschen was filmen. Also ich bin ganz begeistert von den Stadthäusern, weil ich finde, die sind von der Inneneinrichtung so toll, so liebevoll gestaltet. Da kann ich mich gar nicht genug sehen und baue sie wahnsinnig gerne auf. Ich glaube, es hat in den letzten fast 10 Jahren auch kein Modular Building gegeben, was nicht du zusammengebaut hast. Wirklich? Okay, werde mir beim nächsten Modular Building da etwas zurückhalten, also, und lass dir den Vortritt mit Ritter. Genau, zum Beispiel auch. Weißt du überhaupt schon, was das neue Modular Building sein wird? Nein, da lasse ich mich überraschen. Das ist gut. Ja, zum Beispiel auch diesen Birch Bookstore. Genau. Kann ich mich noch sehr gut erinnern. Der ist relativ bald, nachdem er herausgekommen ist, gekauft worden und war dann, ich glaube, 2 oder 3 Tage später schon fix und fertig für uns zum Einbauen. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, aber er war schon fertig aufgebaut. So ist es richtig, ja. So soll es auch sein. Nur leider das Baumhaus, damit schwächle ich etwas. Ja, also ich möchte nur anmerken, dass ich das Baumhaus vor genau einem Jahr zu Weihnachten bekommen habe und auch versprochen wurde, dass natürlich, wir haben keine fixe Zeit, Spanne festgelegt, weil die Stadt ja noch im ersten Aufbaumodus war, da waren wir noch nicht weit, aber wir haben trotzdem mal gesagt, wir brauchen die für den Campingplatz. Wo ist das Baumhaus? Du kannst ruhig ehrlich sein, es ist überhaupt kein Problem. Du hast schon ewig drauf gewartet, dass es fertig ist. Aber es steht leider Gottes noch im Wohnzimmer bei uns. Und ich finde es ganz nett, es ist mittlerweile ein schönes Dekorationsstück geworden im Wohnzimmerschrank. Leider. Wir werden es uns auf jeden Fall mal holen, denn dort hinten beim Campingplatz ist ja Platz dafür vorreserviert. Aber ja, ihr seht es, es ist leider so. Aber es passt wunderbar in unser Wohnzimmer.
Dann kannst du es mir gerne abkaufen, aber das habe ich übrigens von meiner Oma zu Weihnachten bekommen und nicht du. Aber okay. Das lässt sich nicht ändern, das ist manchmal so. Was gibt es in der Stadt, wo du jetzt in nächster Zeit, abgesehen vom Wald, noch arbeiten möchtest? Hast du irgendwo was gesehen, was dir noch nicht so gefällt? Du bist ja auch immer wieder Minifiguren platzieren. Mit Autos habe ich dich zum Teil schon herumlaufen sehen. Also der Bauernhof wäre vielleicht noch ein Thema, was ein bisschen verändert gehört. Schauen wir auch gerne noch hin. Ah, das ist auch so ein Stück von mir. Finde ich total nett. Aber so ganz zufrieden bin ich nicht. Ich finde die Bäume etwas zu klein. Das Feld auch eventuell. Und hier ist noch etliches Grün, das vielleicht noch verbaut gehört. Aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht haben die Zuschauer Ideen, was man hier noch machen könnte. Der Bauernhof hat ja schon mehrere Visionen erlebt. Jetzt ist er ein bisschen offener und größer. Aber ich finde auch, dass man da vielleicht noch ein bisschen was machen kann. Aber wenn du den Wald gut hinbekommst, dann bin ich mir sicher, dass auch der Bauernhof ganz nett wird. Ah, das ist jetzt eine große Herausforderung. Ihre Mutter lachen doof. Ja. Die denken sich, soll sie doch mal machen. Aber also, wir haben ja gesagt, es muss nicht alles von heute auf morgen passieren. Es ist ja ein Projekt, das wird noch Jahre dauern, oder? Richtig, ja. Also ich glaube, ohne Lego geht es gar nicht mehr bei uns mittlerweile. Da seht ihr es, liebe Freunde, es ist so. Vielleicht bekommen wir die Feta ja auch noch mal vor die Kamera. Eine Frage, die mich persönlich noch interessieren würde, ist, wie es dir ergeht, wenn mehr oder weniger dein 30-jähriger Sohn sich nichts sehnlicher zu Weihnachten wünscht als ein neues Lego-Set. Erfüllt dich das eher mit Stolz oder doch eher Beschämtheit? Du darfst ruhig ehrlich sein. Ja. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber es fällt einem das Schenken zumindest sehr leicht. Das ist sicher kein Problem. Aber natürlich stellt man sich vor, dass jemand mit 30 Jahren doch etwas anderes bekommt. Aber natürlich Was bin ich ganz Beispiel? Begeistert. Ja. Natürlich. Ich glaube, ein Dekostück für die Wohnung. Ist Lego auch, wie du zuerst gesagt hast, mit dem Baumhaus? Ja. Ich glaube, da wünscht dir einen 30-jährigen Sohn, der lieber das Geld für Alkohol und Zigaretten ausgibt. Nein, auf keinen Fall, um Gottes Willen. Lieber Lego, ich kaufe dir Lego, was du möchtest. Nein, natürlich, es macht mir total Freude, dass du so Lego begeistert bist und ich finde die Stadt einfach nur toll. Also jedes Mal, wenn ich hierher komme, ist es eine andere Welt. Es ist eine Stadt, die zum Staunen einlädt und die Entspannung bietet und ja, man kommt vom Alltagsstress runter und es macht Spaß in der Familie. Und das finde ich einfach total toll. Und genau, ich finde es total toll, dass die ganze Familie hier mitarbeitet. Das finde ich einfach ein totales, schönes Familienprojekt. Ganz richtig, ja. Also wir haben da immer eine schöne Zeit hier und es geht allen gut. Es gibt auch immer was zu trinken und jetzt in der Weihnachtszeit natürlich Kekse. Genau. Das ist ganz natürlich, klar. Das gehört dazu. Und ich finde auch, man hat natürlich zusammen auch viel mehr Ideen und viel mehr Schaffensgeist als alleine. Das ist natürlich auch klar. Der eine sieht das, der andere interessiert sich mehr für das hier. Also ich habe dich auch schon teilweise bei Ritas Figuren, Trolleys ich schaue gern, aber ich traue mich nicht. Das sind Ritas Figuren. Teil der Figuren habe da auch ich gekauft, also die darfst du dich ruhig auch nehmen. Zumindest anschauen und angreifen, aber nicht platzieren. Wenn sie Nein sagt. Genau. Ja, gibt es irgendwas, was dir bei Lego noch gefallen würde oder irgendein Set, wo du dich sehr freust drauf? Hoffentlich kommt bald wieder ein Zug raus, das ist ganz klar, dass er dir gefallen würde. Natürlich, Züge gehören in die Stadt dazu, das ist überhaupt keine Frage. Ich weiß es nicht. Also ich bin immer ganz überrascht, welche neuen Möglichkeiten es gibt, was Lego auf den Markt bringt. Ich bin für alles offen und freue mich auf neue Sets. Es kommen ja auch zum Beispiel in der City-Serie, was ja unser Hauptaugenmerk ist, jetzt wieder viele Stadthäuser und auch ein Skateboardpark und so weiter raus. Also das wird sicher ganz nett und ich bin mir sicher, dass du da wieder das ein oder andere Set aufbauen wirst. Ich bin überzeugt, du wirst keine Chance haben. Ich werde die Erste sein, die daran baut. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Gut, dann machen wir noch einmal einen kleinen Schwenk über unsere Lego-Stadt. Wir versuchen natürlich nicht, dass wir deinen erst im Bau befindlichen Wald zeigen. Das darfst du dann in einem separaten Video gerne noch machen. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Spezial gefallen. Rita nickt. Ja, ihre Mutter ist etwas zögerlicher in der Antwortfindung, aber ja. So euch allen noch schöne Feiertage. Danke.
Das auf jeden Fall. Wir melden uns auf jeden Fall wieder, wenn es was gibt. Ja, stimmt. Und dann sehen wir uns. Baut noch was Schönes, ein schönes Weihnachtsset. Esst auch Kekse, ganz wichtig. Natürlich. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Wir hoffen es. Mit einem grandiosen Blick auf den Metroliner, der gerade in unserem Hauptbahnhof eingefahren ist, beenden wir dieses Video.